Peace Leute, herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal mit einem neuen Video. Und zwar wird es heute wieder um das iPhone 11 gehen. Ich hatte mir das iPhone 11 gekauft, hatte es auch hier auf dem Kanal angeboxt. Und ich werde euch heute mal mitteilen, ob ich es bereue, dass ich mir nicht das iPhone 11 Pro Max zugelegt habe. Und ja, seid gespannt. Legen wir los. Ich habe mich dieses Jahr für das iPhone 11 mit 128 GB in Weiß entschieden. Und zur Auswahl standen dieses Jahr das iPhone Pro Max mit 256 GB in Silber und halt das Weiße, für was ich mich jetzt auch entschieden habe, in der normalen Variante, nenne ich es mal. Jetzt ganz von rein Haben-Faktor aus hätte ich gesagt, wäre es safe das Pro geworden. Aber das Marketing, was Apple dieses Jahr an den Tag gelegt hat, hat bei mir eindeutig zu gut funktioniert. Und es fühlt sich einfach so an, als hätte ich mit dem 11 alles richtig gemacht. Und das Pro ist einfach nochmal eine Scheibe extra, würde ich behaupten. Und das iPhone 11, ging jetzt zum iPhone 11 Pro Max, hatte in meiner Variante sozusagen dann 570 Euro Unterschied. Und ja, das war es mir einfach nicht wert für die Sachen, die das iPhone 11 Pro Max, damn, Alter, was für ein langer Name, mir da bietet. Ja, es wäre ja nur eine dritte Kamera da gewesen, die Telezoom, dann das OLED-Display und andere Materialien wurden verbaut, oder? Das war's. Ja, okay, das Schnellladekabel und ja, 512 GB, sowas ist jetzt alles nicht so relevant für mich, weil ich habe ja ein iPad und somit habe ich schon ein Schnellladekabel. Ja, nicht so wichtig. Aber wie gesagt, der ganze Mehrwert, der mir da geboten wird, ist für mich eigentlich nicht so wichtig gewesen, weil ich zoome nicht so oft mit meiner Kamera, eigentlich gar nicht, würde ich behaupten. Und deswegen dachte ich mir, kann ich ja 570 Euro sparen. So habe ich es mir gedacht, aber wollen wir doch mal gucken, ob es auch wirklich so passiert ist. Also kommen wir zu meiner Meinung zum iPhone 11. Punkt 1, der Akku. Der Akku mit seinen 3110 mAh bringt euch safe durch den Tag. Auch wenn ihr viel Nutzer seid oder sonst irgendwas. Der Akku ist eigentlich nicht tot zu kriegen, meiner Meinung nach. Und ich bin eigentlich schon ein viel Nutzer. Das ein oder andere Projekt schneide ich auch auf dem Handy, ja, wenn es mal ein bisschen schneller gehen soll, weil ich habe eigentlich echt viel zu tun. Und deswegen schneide ich es auch auf dem Handy und nehme auch natürlich das Projekt dann manchmal, nicht immer, jetzt kann ich es ja nicht aufnehmen zum Beispiel, auch mit dem Handy auf und nutze natürlich auch Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, bearbeite meine Fotos da drauf auch, ne? Also fürs Thumbnail zum Beispiel. Ja, und wie gesagt, der Akku hat einfach gar keine Probleme mit diesem ganzen Zeug, was ich da aus ihm rausfordere. Einfach perfekt, weil davor hatte ich ein iPhone 7 und es war immer leer, immer. Also es war so eine, ihr wisst schon, was ich meine, es war einfach immer leer. Ich musste es immer laden und ach man, wenn man es dann gebraucht hat, war es einfach trotzdem leer. Ich glaube, das kennt jeder, das war einfach, dafür waren die iPhones schon berühmt, dass der Akku immer leer ist, ja. So nach dem Motto, bist mit einem Kumpel unterwegs, Digga, hast du ein Ladekabel dabei? Mein Akku ist leer. Ja, die Sachen sind eindeutig jetzt mit der Generation vorbei. Ja, also das iPhone 11 ist stark, sehr stark. Kann ich nichts gegen sagen, bin voll zufrieden. Also schon mal ein Punkt für das iPhone 11, würde ich behaupten. Punkt 2, die Prozessorleistung. Ja, wie ich eben schon gemeint habe, schneide ich zwischendurch auch meine Projekte drauf, also meine YouTube-Videos auf dem Gerät und das Ding rast. Wirklich, kein Spaß. Ich nehme in 4K und 24 Frames pro Second auf und er hat gar keine Probleme, es schneidet flüssig, absolut genial, also es macht echt viel Spaß. Natürlich könnte man dann, also ich bin eigentlich mit der Displaygröße sehr zufrieden, aber man könnte sich dann natürlich schon vorstellen, noch größeres Gerät zu haben, was natürlich praktisch unpraktisch wäre. Ja, aber wie gesagt, ich benutze dafür die App LumaFusion. Der ein oder andere wird es sicherlich von euch schon kennen. Einfach genial, wirklich. Man kann damit alles machen. Also wie gesagt, fast jedes Projekt ist damit geschnitten, weil ich halt wenig Zeit habe und so. Es tut mir leid. Aber ich hoffe, ihr merkt es nicht. Ja. Aber darauf kommt es jetzt auch gar nicht an. Einfach nur, das Ding rast. Und wenn man jetzt mal ein Spiel spielen will, was auch immer, hat auf jeden Fall gar keine Probleme damit. Es wurde auch bisher, egal was ich gemacht habe, es wurde auch noch nicht heiß. Also ich habe auch ein Case drum, wenn man es jetzt sieht.
Ich habe auch einen Case drum. Ja, vielleicht habe ich es deswegen nicht gemerkt. Aber es wurde in keinerlei Hinsicht bisher heiß, ja. Und der Akku ist danach auch nicht matsch gewesen. Also ich bin ganz normal durch den Tag gekommen, abends auf die Ladematte raufgelegt. Perfekt. Also ich kann schon mal so viel vorweg sagen. Ich werde keinen schlechten Punkt an diesem Gerät finden, ja. Außer vielleicht, wenn ich jetzt so spontan überlege, dass immer noch Lightning ist. What the fuck? Punkt 3, die Kameras. Ja, zu den Kameras kann ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil ich hatte jetzt ein halbes Jahr das iPhone 7 mit kaputter Kamera. Ja, also warte, ich kann es euch mal zeigen. Also ich bin jetzt ein halbes Jahr mit einer absolut. Sieht man das? Ja, wie gesagt, ich bin jetzt ein halbes Jahr mit einer absolut zerstörten Hauptkamera rumgelaufen. Von daher ist für mich eigentlich jedes Bild besser erstmal als davor. Aber es macht wirklich geniale Bilder. Ich bin damit auch voll zufrieden. Und ja, dass ich jetzt eine Kamera weniger habe, hat mich jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so gestört. Ich finde es optisch eigentlich auch schöner. Aber da greife ich jetzt schon mal ein bisschen vor. Weil kommen wir auch schon zu Punkt 3. Okay, sorry, ich meine natürlich Punkt 4. Es erinnert mich an ein Video. Warte, ich blende es euch mal ein. 3. Punkt 4, das Design. Also zum Design bleibt nur zu sagen, es hat mich voll und ganz abgeholt. Ja. Ich finde es sehr genial gelungen. Aber ich muss auch wirklich da muss ich dazu sagen, dass ich das Design von dem normalen iPhone 11 ein bisschen besser finde. Mit diesen zwei Kameras, die da. Es sieht irgendwie schöner aus, anstatt da noch die dritte hin platziert wäre. Designtechnisch, wie gesagt, alles 1A. Gefällt mir richtig gut. Und was die meisten noch bemängeln, ist ja, dass die Displayränder angeblich zu dick sind. Naja, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Also, mich stört es halt nicht. Ja, ich hatte auch davor noch keins mit dünneren Displayrändern. Ja, also das iPhone 7 hatte ja auch ordentliche Displaybalken. Ja, von daher ist das halt für mich nicht so relevant gewesen. Oder die Notch oben, die stört mich gar nicht. Also wirklich gar nicht. Zero. Und die Glasrückseite ist auch ganz schön. Sehe ich nur nie, weil ich habe immer eine Hülle drum. Von daher. Also Mann, kann ich dazu auch nicht so viel sagen. Aber ey, es ist einfach ein schönes Gerät. Falls ihr euch überlegt, ob ihr lieber das Pro oder euch das 11 kaufen solltet, meiner Meinung nach, ja, also kommt ja ganz auf euch drauf an, das 11 ist die Top-Wahl dieses Jahr. Top-Wahl. Es kostet mit 128 GB 849 €. Was jetzt im Vergleich wäre dazu, also ich würde nicht zu dem kleineren wechseln, sondern eher zu dem Pro Max, ist man mit 1419 dabei. Ja, also die Spalte ist zu groß für diese paar Features. Wer sie unbedingt haben will, muss halt ein bisschen mehr Geld hinlegen. Aber wie gesagt, das 11 wird absolut meiner Meinung nach für jeden eigentlich ausreichen. Ja. Okay Leute, das war's wieder mit dem Video. Nein, das war's noch nicht. Und zwar habe ich beim Unboxing vergessen, euch die Panzerglasfolie unten zu verlinken. Ja, weil die ist wirklich einfach genial. Man merkt gar nicht, dass man eine Folie drauf hat. Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Und von daher werde ich es euch unten verlinken. Ich kriege dafür auch kein Geld oder sonst was. Ich bin kein Partner mit Amazon. Das ist alles so, weißt du, Bro und Sister und dies und das. Ja, und die normal als Hülle habe ich nur die normale iPhone-Hülle, von daher, die könntet ihr, ich verlinke es euch auch, gar kein Problem. So, jetzt war es das aber. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen unterhalten und euch vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen. Von daher, lasst ein Like da, ein Abo, dies, das. Wir sehen uns im nächsten Video.